Aber das ganze Democracy 4 Spiel in dieser Runde läuft auf ein Selbstexperiment hinaus. Wir werden nur Dinge tun, die wir für falsch erachten. Wir wissen noch nicht, ob sie falsch sein werden. Es kann auch sein, dass da was Wunderbares bei rauskommt. Aber ihr wisst, dass wir sehr lange mit guten Entscheidungen ringen und diesmal machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir denken, was gut wäre. Wir nehmen einfach die einfachen Lösungen. Ja, was denn so? Wir sparen einfach an den Sozialleistungen. Das ist doch total praktisch. Aber dann müssen wir jetzt mal langsam an den Sozialleistungen sparen. Dann lass uns an den Sozialleistungen sparen. Wir brauchen das Geld. Ja. Weil die Logik, da bleiben wir wieder in der Logik, die ja nicht unsere ist, also nicht, ihr wisst schon. Ja. In der Logik von vorhin, wir haben ja die Körperschaftssteuer reduziert und dann haben natürlich die Arbeitnehmerinnen mehr Geld. Das geben die natürlich auch irgendwie aus, beziehungsweise geben es uns freundlicherweise als ihre Steuern, damit wir das gut bewirtschaften können. Und das müssen wir ja natürlich wirtschaftlich und sparsam machen. Und dann ist ja die Frage, wie kann es denn sein, dass diejenigen, die arbeiten gehen, alle anderen quersubventionieren? Das funktioniert ja so nicht. Du meinst, wir machen jetzt mal für das Arbeitslosengeld, setzen wir mal ein paar Anreize, indem wir das Arbeitslosengeld kürzen? Ja, na klar. Ich verstehe die Frage gar nicht, das ist doch logisch. Okay. Das spart uns ja jetzt keine Milliarden, aber ein bisschen was. Die Frage wäre natürlich, ob wir, wie viel politisches Kapital brauchen wir denn, um das noch so ein bisschen runterzusetzen? 14, aber wir sparen da gar nicht so wahnsinnig viel dran. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten halt in die Agentur für Abteilung für Sozialbetrug richtig was reinbuttern und da kommt dann auch ein bisschen was raus. Ja. Aber das ist halt nicht so wahnsinnig praktisch für... Also wir könnten halt Rente... Ja, aber Sozialbetrug findet ja keiner gut. Ich glaube, da sind wir uns sogar mal übergreifend einig. Ich glaube nur, dass die Methoden und die Frage nach dem Warum von den unterschiedlichen Seiten unterschiedlich beantwortet wird. Ja. Was ist denn der größte Kostenfaktor? Pasek stellt hier Rente. Die wichtigen Fragen. Genau. Ausgaben... Gesetzliche Rente. Und dann kommt staatliche Rente, Schulen Bildung. Und dann kommt Gesundheitscoupons, also Gesundheitssystem. Und Militärausgaben. Und Kindergeld. Rente, Kindergeld. Wie hoch ist denn unser Renteneintrittsalter jetzt gerade? Oh, da sagst du was. Sozialfürsorge. Rentenalter, da, 66. Mit 66 fängt das Ding an. Naja. Wir könnten auf 67 hochgehen. Das eine Jahr, das schadet ja nicht, ne? Dann sparen wir jetzt nicht wirklich was, aber wir haben, okay, gegen Arbeitslosigkeit hilft das nicht wirklich, aber die Produktivität steigt auf jeden Fall. Ja, gegen Arbeitslosigkeit kann es ja überhaupt nicht helfen, stimmt, weil eigentlich ja, müssten wir weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber wir schaffen das, dass die Wirtschaft brummt. Deswegen haben wir Steuererleichterungen gemacht. Und dann stellen die auch wieder ein und dann haben auch die älteren Leute wieder. Ja, Salo Groß, schönen guten Abend. Ja, aber dann haben wir hier eine einfache Antwort hier. Ja, zack. Ja. Ja, und dann hast du die Einzelfälle, die das vielleicht körperlich nicht schaffen, aber die haben wir dann über die anderen, über die Gesundheitsversorgung oder so wieder. Ja. Wieder mit drin. Und ich bin viel zu sehr in dieser Beholder-3-Logik. Irgendwie merke ich, das tut mir selber ein bisschen weh, wenn ich mir beim Reden zuhöre. Wir haben ein Ereignis. Merkt ihr den Unterschied noch zwischen meinen eigenen Überzeugungen und dem, was wir hier gerade im Spiel machen? Ich hoffe es sehr. Wir haben ja extra die Einblendung. Wir finden das ja alles nicht gut. Ich wollte das auch nochmal animieren irgendwann. So, Game Hit, ein unglaublich erfolgreiches Videospiel, erobert die Welt im Sturm und glücklicherweise wurde es in unserem Land entwickelt. Die riesigen Gewinneinnahmen, die dieses Spiel generiert, bringen Schwung in unsere Wirtschaft, 5% BIP. Ja, der Gaming-Markt ist ein Faktor, Leute. Und wir haben ein weiteres Problem. Wir haben überfüllte Justizvollzugsanstalten. Ja, dann Fuß fesseln. Nee. Meine Fußfesseln wirken sich darauf nicht aus. Wie absurd ist das? Ja.
Privatisieren. Justizvollzugsanstalten privatisieren. Genau. Ich wette mit dir, so es geht. Ich fürchte. Hm. Ich fürchte, dass das geht. So, ansonsten kein Dilemma. Hey, fortfahren. Das heißt also, wie sieht's aus hier bei Alkohol? Das gleicht bleibend hoch. Organisiertes Verbrechen ist nicht gewachsen. Antisoziales Verhalten ist nicht hochgegangen. Wir haben halt das Problem der überfüllten Justizvollzugsanstalten. Internetkriminalität ist auch nicht hochgegangen. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist runtergegangen ein bisschen. Das ist doch gut. Unsere Popularität ist ein bisschen runtergegangen. Schlecht. Wir haben das Renteneintrittsalter erhöht, natürlich. Ach ja, ja. Unser Defizit ist ein bisschen kleiner. Weil wir das Renteneintrittsalter erhöht haben. Ja. Also kümmern wir uns jetzt um Probleme oder sparen wir an Sozialleistungen? Das eine und das andere wirkt ja hier zusammen. Ja. Also Ausgaben, Rente, Rente runter oder staatliche Schulen oder Gesundheitssystem. Können wir die staatliche Schienenverkehrsgesellschaft privatisieren? Die kostet viel zu viel. Was? Wo sind wir denn da? Staatliche Schienen. Ja, natürlich. Wir können die abschaffen. Eine hervorragende Idee. Kostet 15. Und die Streiks, die dann natürlich folgen werden, sind dann nicht mehr unser Problem. Richtig. Wir sparen auf den Schlag, wir machen auf den Schlag unser Defizit auf null. Ja, ist hervorragend. Also nicht, dass es jetzt wichtig wäre, dass wir die Infrastruktur in unserem Land irgendwie selber in den Händen halten. Lass es so privatisieren. Ja. Der Privatmarkt, ich habe gelernt, dass der private Markt das immer besser kann. Der regelt alles. Und so, ne? Habe ich auch gehört, dass der sowas macht. Aber mal so unter uns. Ich bin jetzt keine Anhängerin des Sozialismus oder bin irgendwie schon auch ein Fan der sozialen Marktwirtschaft. Hier finde ich halt die Argumente immer so ein bisschen absurd. Oh, Einkünfte aus Privatisierung. Wir kriegen auch noch einen ordentlichen Batzen obendrauf. Das sollte auch, wenn wir da hier, also hier Verkehrskollaps wird dann ja auch besser, wenn wir die Schiene privatisiert haben, dann rollt der Rubel richtig. Wir brauchen dann auch mehr Straßen, dann gehen auch wieder mehr Leute arbeiten. Ah ja. Müssen aber Straßen bauen. Das auch ein... Das ist jetzt schon eine 100 Jahre alte Erkenntnis. Nee, Busspuren bestimmt nicht. Straßenbau. Da können wir wenig dran machen jetzt leider. Wir können das leider nicht erhöhen. Dafür haben wir nicht mehr genug politisches Kapital. Wir haben nur noch 3. Ich hätte jetzt gesagt... Lass uns das doch direkt in der nächsten Runde machen und das politische Kapital dafür nutzen. Weil der Verkehrskollaps, der stört auf jeden Fall. Ja, dann machen wir Straßenbau. Finde ich gut. So, Verbesserung der Bonität. Die wichtigsten internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Das sind fantastische Neuigkeiten. Demzufolge sollte die Zinsrate für unsere Schulden sinken. Außerdem können wir eine Zunahme des BIP erwarten, da das Vertrauen ausländischer Investoren in unsere Wirtschaft steigt. Unsere kapitalistische Wählerschaft wird erfreut sein. Aktuelle Bonitätsrate ist jetzt AAA. Ja, Mensch! Ja, logisch, Vorsicht. Weil wir haben... Unser Defizit abgebaut, beziehungsweise unsere Staatsverschuldung. Ja, wir haben ein bisschen Umweltverschmutzung, aber ich meine, die Wirtschaft brummt halt. Da muss es halt. Wir könnten mehr verstaatlichen. Staatliches Energieversorgungsunternehmen könnte auch weg. Könnten wir auch machen. Wir haben aber einen Überschuss. Wir müssen jetzt Straßen bauen erstmal. Ja. Ne? Also so moderat. Oder? Also wir können jetzt erstmal langsam uns voran. Wir müssen die Arbeitslosigkeit halt runterkriegen. Deswegen würde ich vorschlagen, dort ein bisschen mehr reinzunehmen. Also ich hätte ja wirklich so viel Geld. Gut, wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr Geld, ne? Und guck mal, wie gut uns die Autofahrer finden werden. Und die Umweltschützer, die protestieren sowieso schon die ganze Zeit. Das stimmt. Dann machen wir 11. Die Verkehrsstaus gehen halt krass zurück. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber hey. Ja, one more lane will fix it. Of course it will.
Ja, wir sollten jetzt hier auch mal im öffentlichen Dienst gucken, weil da waren wir noch gar nicht. Wir haben hier Adipositas und Atemwegserkrankungen. Ich denke... Schulsport. Genau, verpflichtender Schulsport ist eine einfache Antwort. Gibt es bestimmt als obligatorischer Schulsport. Haben wir schon eingeführt. Können wir erhöhen. Bringt aber kaum was. Na, bisschen bei Adipositas, ja. Es kostet ja auch nur einen. Ja, besser als nix. Schulsport, was dann noch? Hier haben wir eine Kampagne für gesunde Ernährung, mein Gott, ne? Also. Ja, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Kampagnen. Lasst uns eine Kampagne starten. Ja, die ist ja schon gestartet. Ja, aber verstärken dann. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Romy, hear me out. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir haben Lungenerkrankungen und wir haben übergewichtige Menschen in unserem Land. Weißt du, wie wir das Problem nicht direkt angehen können, aber auf jeden Fall definitiv was dagegen tun, ist, wenn wir einfach jetzt die Schulgebete erhöhen. Ich habe gedacht, du willst irgendwie, weiß ich nicht, mehr Fahrradspuren oder so. Oder eine Fahrradkampagne. Aber eine Schulgebete, da bin ich auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine was mit dem anderen zu tun hat. Aber ich bin mir sicher, dass es Leute geben wird, die finden das hervorragend. Was haben wir denn in letzter Zeit mal wieder was für die Religiösen gemacht oder sind die außen vor? Die Religiösen, die finden uns okay. Und nächste Frage, geben wir dann vor, was gebetet wird oder darf das dann entsprechend der individuellen Glaubensausübung sein? Ich denke... Weil ich hier so die betenden Hände sehe, dachte ich gerade so... Nee, das ist denen freigestellt. Also wir oktroyieren ihnen nichts auf. Es wird nur vorgeschrieben, dass du einmal wöchentlich betest an der Schule. Aber an wen ist egal. Denkst du? Weil ich sehe nur halt, dass die ethnischen Spannungen auch zunehmen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen unklar. Aber warum denn nicht? Das ist doch schön. Dann lohnt es sich doch, dass wir die Kreuze in der Schule hängen haben. Ja, ich denke, es hilft auch gegen Adipositas ganz einfach. Also, denke ich. Ja, wir können gerne Kausalketten miteinander weben halt. Imaginieren. Wir haben noch drei und jetzt wir nehmen die drei nicht mit in die nächste Runde. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben Sachen mit Verkehr gemacht, wir haben hier unten was gemacht, wir haben da was gemacht. Sozialleistungen, ja, wir müssten irgendwann noch was für die Wirtschaft machen. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen eine Politikidee aus der Wirtschaft, die super viel Beliebtheit bringt. Ja. Wirtschaft, städtische Bauernhöfe, Start-up-Kampagne, Nationaler Wirtschaftsrat oder Handelsrat. Städtische Bauernhöfe hat das meiste. Ja, ich weiß nicht. Aber lass uns mal lieber entweder bei Transport oder bei Transport vielleicht auch nochmal gucken. Telearbeit-Initiative, da würden wir zumindest die Leute ein Stück weit von den Straßen wegkriegen. Und also Produktivität im Sinne von geht hoch. Von verstopften Straßen und so. Das kostet, glaube ich, nur ein bisschen. Ja, kostet unter Umständen ganz schön viel. Aber ja, das könnten wir mal machen. Es geht auf jeden Fall wahrscheinlich auch unsere Wirtschaft an, weil es ist gut für die Wirtschaft. Ja, das öffnet wahrscheinlich Tür und Tor für Internetkriminalität, aber why not? So im mittleren Bereich. Ja. Ja, ein bisschen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So? Also nur die Pendlerinnen finden uns gut, aber... Ja, so ist doch hübsch. Vielleicht die Produktivität noch ein bisschen sichtbarer. Das ist gerade nur noch so. Da müssen wir echt viel Geld in die Hand nehmen, aber wir haben jetzt einen ordentlichen Überschuss. Also
Wir haben einen Überschuss und wir haben die Bahn privatisiert und im Zweifelsfall müssen wir halt auch noch die Energieversorgung privatisieren. Ja. Ja. So, dann gehen wir mal in die nächste Runde. Umweltverschmutzung ist da. Oh, guck an. Die Ehefrau verursacht Skandal. Es wird berichtet, dass ihre Ehefrau, also die Frau von Frank, warum überrascht mich das nicht, mit einem Privat... mit einem Privatjet zum Shoppen ins Ausland geflogen ist. Da sie die Führungskraft der Regierung sind, wird dieser offensichtliche Machtmissbrauch bei der Wählerschaft nicht sonderlich gut ankommen. Oh nein, unsere Umfragewerte fallen. Das gibt's doch gar nicht. Und Umweltverschmutzung, die geht auch direkt wieder runter. Mein Gott. Ja, und Vorsicht, neue Situation, Unternehmensflucht, oh Gott. Müssten was für die Wirtschaft. Lass uns mal gucken, was wir für die Produktivität noch machen können. Ich vermute, die Einschränkung von Arbeitnehmerinnenrechte könnte ein Erfolg sein. Alkoholmissbrauch geht runter. Jawohl, unsere Aktionen greifen. Okay, organisiertes Verbrechen geht noch nicht runter, aber antisoziales Verhalten geht auch runter. Achso, und überfüllte Justizvollzugsanstalten haben wir jetzt noch nicht. Wir könnten... was gegen... Ja genau, es müssten die geteilten Zellen sein, damit die nicht mehr überfüllt sind. Überfüllte Justizvollzugsanstalten, wenn wir weniger Geld für das... Nee, wir haben dann einfach zwei Leute in einer Zelle. Also kriegen wir mehr Leute unter. Ah. Wenn wir moderne Gebäude haben, brauchen die auch mehr Platz. Das hilft gegen überfüllte Justizvollzugsanstalten. Ja, eigentlich sind sie immer noch überfüllt, aber es wirkt nicht so, weil wir halt einfach dann sagen, zwei Leute gehen auf eine Zelle. Wir haben immer noch die gleiche Menge an Menschen in den Gefängnissen, aber die Gefängnisse sind dann nicht mehr überfüllt. Also das hilft gegen... Ich habe gerade Schwierigkeiten, diesen Balken richtig zu lesen. Also das hier hilft dagegen. Ja, ja. Logisch, weil überfüllt ist ja der Status, wie viele Zellen sind belegt. Nicht, wie viele Leute sind da drin. Und wenn du mehr Leute in die gleiche Anzahl an Zellen packst, hast du mehr Leute untergebracht. Und bei den modernen Geschichten brauchen die halt Platz und kriegen noch irgendwie Versorgung und frag mich nicht irgendwas und noch geschweige denn Bildung. Und deswegen, wenn die Zellen geteilt sind, weil das sind ja Verbrecher, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Und da ist es, oh Gott, tut mir das weh, das zu sagen, aber geteilte Zellen führen dazu, dass die Justizvollzugsanstalt weniger überfüllt erscheint. Das ist, glaube ich, einfach ein schöner Zahlentrick. Hier, wir finden das alles nicht gut, aber ja, wir gucken mal, dass das, diesen Zahlentrick machen wir jetzt mal. Zack. Das sollte helfen. Internetkriminalität, unsere Staus gehen doch, ja, das geht runter, das ist gut. Jetzt blinkt hier unten Atemwegserkrankungen. Ach ja. Umwelt, ne? Ja, Tabak. Tabaksteuer erhöhen. Ja, weiß ich nicht, ob jetzt eine Steuererhöhung der richtige Ansatz ist. Ich meine, ne. Aber beim Thema Tabak ist es immer der Ansatz. Es ist entweder das Verbot oder die Steuer. Stimmt. Und über die letzten Jahre gab es immer den Versuch, über die Steuer den Anreiz zu reduzieren, zu rauchen. Also, ja. Wir müssen auch nicht mit neuen Sachen anfangen. Wir können uns auch angucken, was so bewährt war. Ja, was hat immer gut funktioniert. Dann genau. Und wir nehmen auch noch mehr Geld ein. Finde ich gut. Das kostet uns 8. Das machen wir. Mhm. Und jetzt haben wir noch 4 und wir müssen was für die Wirtschaft tun. Ganz einfach. Ja. Machen wir was Neues einfach. Wirtschaft. Nationaler Wirtschaftsrat. Komm. Klingt auch immer gut. Was macht der denn? Was kann der denn? Nicht, die Einrichtung oder? Eines nationalen Wirtschaftsrates gibt den wirtschaftlichen Interessengruppen eine starke Stimme und stellt sicher, dass die Bedürfnisse sowohl kleiner als auch großer Unternehmen berücksichtigt werden. Der Rat soll Kapitalismus und Unternehmergeist fördern und die Einstellung verbreiten, dass die Geschäftswelt viel zu bieten hat und für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgt. Ja, wir wollen ja auch was gegen die Unternehmensflucht tun. Insofern, klar. Ja. Wir haben ja das Geld. Wir haben noch mehr. Wir könnten jetzt auch... Tabaksensibilisierungskampagne könnten wir auch machen. Ja, können wir auch machen.
es ist ja auch nicht gut für den Volkskörper, nicht Nein. wahr? Also Rauchen für die Bildung und für die Rente, alles gut und schön, aber wir müssen auch ein bisschen gucken. Genau. Oh, gucke einer an. Wir haben eine neue Situation. Wassermangel.